finde das klasse, dass der Nachwuchs sich hier so engagiert. Jungschiedsrichter zu sein, ist ja keine ganz einfache Herausforderung. Die Leistung steht immer im Mittelpunkt, wird auch kritisch beäugt, häufig. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen bei der Europameisterschaft. Und es sind viele zusammengekommen hier am Wochenende. Und ja, ich bin gerne dabei. Ich finde das toll, dass die jungen Leute sich hier in dem Bereich so engagieren. Sie bedeuten eigentlich für uns, nochmal zu zeigen, sind wir so stark, so ein Turnier zu organisieren. Und da haben wir dann festgestellt gehabt, ja, wir sind so stark. Wir sind so stark aufgestellt als Kreis, als Ausschuss, mit vielen, vielen Helfern. Insofern bedeutet uns das als Image sehr viel jetzt im Nachhinein. Und das ist die Herausforderung gewesen und die sich jetzt eigentlich bestätigt, dass wir wirklich ein gutes Team sind. Also das war schon eine sehr anstrengende und sehr harte und auch sehr aufregende Vorbereitungszeit. Wir haben angefangen schon vor mehr als einem Jahr mit den Vorbereitungen und Planungen, mit der Gruppenauslosung im Rahmen unseres letzten Anwärterlehrgangs im Mai im vergangenen Jahr. So lange ist das schon her. Und jetzt ist natürlich, jetzt sind natürlich alle froh, dass die Zeit endlich vorbei ist und dass es losgeht. Und das ist trotz der 2-3 Schauer heute Morgen, aber das ist das Einzige, worüber ich mich beschweren möchte, bis jetzt wirklich sehr gut gelaufen. Ja, okay, es sind natürlich im Vordergrund sind es natürlich Spieler, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie ab und zu auch den Schiedsrichter raushängen lassen und quasi die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht ganz nachvollziehen können. Das ist natürlich auch ein Attribut des Spielers, aber sie zeigen auch irgendwie, wir sind Schiedsrichter, wir haben sonst eigentlich immer recht, aber heute irgendwie nicht. Das ist ein sehr wichtiger Termin. Wir treffen uns ja jetzt seit 2007 jeweils vor oder in den Ferien mit den Jungschiedsrichtern aus allen 14 Kreisen und spielen dieses Turnier aus. Man sieht, der Zuspruch hier ist ja wieder ausgezeichnet, sodass man also sagen kann, natürlich aus Sicht des Schiedsrichterausschusses im Fußballverband Niederrhein ist das ein sehr wichtiger Termin, weil er halt auch schon so ein bisschen traditionell geworden ist. Ich habe gerade noch so einige Gespräche geführt mit dem ein oder anderen KSO aus den anderen Kreisen, die einfach gesagt haben, das ist schon was begeisternd, wie toll, wie strukturiert es hier aufgebaut worden ist in der Planung, wirklich vom Spielplan her bis die Organisation drumherum. Also da kommt eine sehr positive Resonanz. Aber wir starten gerade und wir haben Abendveranstaltungen und da sind wir gespannt, ob wir wirklich diesen Anspruch, den wir uns selber gestellt haben, auch heute Abend dann noch gewährleisten bzw. auch erfüllen können. Ja, nochmal, das bin nicht ich alleine, das sind alle, die ihren Einsatz da gemacht haben. Wir haben uns hier gestern schon getroffen, von der Schule direkt hierhin, den ganzen Nachmittag, abends zurück nach Hause. Ich war um 23:30 da und so ging es den anderen, die hier gestern mit aufgebaut haben, aus. So ist es heute, so wird es morgen sein und natürlich die vielen Wochen und Monate davor. Ja. Ganz hervorragend. Wir haben eine hervorragende Platzanlage, wenn man sich hier umschaut. Wir müssen dem Verein ganz herzlich danken, dass er uns diese Anlage zur Verfügung stellt. Wir haben auch wie in jedem Jahr immer wieder etwas Regen dazwischen. Das tut der guten Stimmung aber gar keinen Abbruch, denn alles ist hier bestens organisiert. Die Verpflegung stimmt, die Anlage ist hervorragend, bestens organisiert. Wir sind im Zeitplan, also da sieht man wieder, was Schiedsrichter organisieren, ist professionell organisiert. Also ehrenamtliche Tätigkeit in der Situation, das ist natürlich auch sehr schwer und ist auch ein ganz heißes Thema, wenn man so sieht, wie momentan halt das Ehrenamt bei uns hier in Deutschland aufgestellt ist. Da können wir stolz sein bei uns im Kreis, dass wir so viele Leute haben, die sich hier so arrangieren. Es ist das Team um den Stefan Rauschenberg einmal gewesen, aber insgesamt sind wirklich hier bis zu 30, 40 Ehrenamtliche tätig, damit hier über 2 Tage so ein Turnier organisiert wird. Und
Aber auf der anderen Seite haben wir schön zu erkennen, dass auch die Politik, wir hatten den Jürgen Steinmetz hier als stellvertretenden Landrat, der das auch mit unterstützt und auch fördert. Also es kommt ein bisschen was zurück und darüber kann man froh sein. Ja, das ist natürlich eine ganz große und ganz tolle Möglichkeit für die Jungschiedsrichter, die wir hier haben, für unsere Nachwuchshoffnung, sich zu beweisen, sich zu präsentieren. Das haben wir bewusst auch so gestreut und bewusst so angesetzt, dass hier also die Nachwuchshoffnung, die im Kader sind und die in der Landesliga unter Beobachtung sind, hier sich einfach auch zeigen können und beweisen können. Und ich denke, das ist für sie auch eine tolle Möglichkeit. Und ja, insofern ist das natürlich für diese Jungs hier ganz toll. Aber man sieht es ja jetzt vielleicht hier auf dem Feld. Wir haben auch ein, zwei Altinternationale dabei, um einfach zu zeigen, ohne die geht es einfach nicht. Zwischendurch wird es mal hektisch, weil die Schiedsrichter halt auch mal Sachen vielleicht besser sehen als der eigentliche Schiedsrichter. Also die Schiedsrichter, die spielen, wollen dann manchmal auch Recht haben quasi. Aber dann muss der Schiedsrichter sich dann halt durchsetzen. Großes Kompliment, nicht nur für die Vorbereitung dieser Veranstaltung, das sieht man hier mit dem Blick auf diese Anlage und wie das professionell wirklich vorbereitet ist, aber auch darüber hinaus machen die wirklich einen tollen Job. Wir können froh sein, dass wir so viele engagierte Leute in dem Bereich haben.